Gemeinde an diesem 1. Mai hier in Haverlah. Es ist schön, so unter dem Maibaum zu stehen. Es ist schön, miteinander zu feiern. Einen ganzen Tag auch als Fest der Dorfgemeinschaft und Ortsgemeinschaft Haverlah zu erleben. So haben wir es ja letztes Jahr schon erlebt. Ich jedenfalls. Ja, liebe Dorfgemeinschaft, erstmal möchte ich Ihnen danken für diese hervorragende Andacht heute, 1. Mai. Das war eine gute, super Sache, eine runde Sache, die wir also meiner Meinung nach, da sind wir uns einig, Gott sei Dank, wiederholen werden. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Der Himmel spricht mit, wir haben ein wunderbares Wetter, das ist genau das, was wir brauchen. Ich wünsche uns allen und euch natürlich einen guten harmonischen Verlauf des heutigen Tages. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Durst und Hunger mitgebracht habt. Wir haben uns darauf eingestellt und sind vorbereitet. Ich möchte eigentlich nur sagen, alles Gute zum 1. Mai und seid uns lange willkommen und wie gesagt, guten Hunger und guten Durst. Ich kann ja ruhig ein bisschen den Abend gehen. Ja, genau. Thank you.
ich gerne mitfahren? Ja, Moment.
ich halte dich fest. Wenn das nicht mit Mama abgesprochen ist, gehst du bitte nicht mit. Oh, ich frage Mama. Ja, dann kann ich auch? Das wäre eigentlich nicht so recht, wenn ihr dann reiten, dann könnten sie aber mitreiten, aber die fährt ja heute in Urlaub. Ja? Ich hoffe, man sieht das schon mit mir, aber... Jetzt darfst du schon mal testen.